16-jährige Sharon verließ ihr Haus, um eine Pizzeria zu besuchen. Aber es lief nicht alles wie geplant und es ereignete sich eine Tragödie. Heute werden wir Sharons schreckliches Ende und den nach Jahren verhafteten Täter diskutieren. Außerdem werden wir Zeuge des 50 Jahre dauernden Ermittlungsprozesses sein, der mit dem Tod einer Frau in ihrem Haus endete. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Sharon Pryor wurde 1959 in Kanada geboren. Sharon war ein süßes und intelligentes Mädchen und hatte eine besondere Nähe zu Tieren. Sie hatte den Traum, Tierärztin zu werden, konnte diesen jedoch nie verwirklichen. Am 29. März verließ Sharon ihr Zuhause in Montreal. Sie machte sich auf den Weg zur Arbeitsstelle ihres Freundes und plante, sich anschließend mit ihren Freunden zu treffen. Ihr Freund arbeitete in einer Pizzeria, einige Blocks entfernt. Jedoch konnte Sharon an diesem Tag nicht, wie geplant, zu dieser Pizzeria gehen. Anfangs bemerkte niemand, nicht einmal ihr Freund, dass Sharon fehlte. Deshalb informierten sie ihre Familie nicht darüber, dass sie nicht zur Pizzeria gekommen war. Als Sharon nicht nach Hause zurückkehrte, erkannte ihre Familie, dass sie vermisst wurde, und meldete dies der Polizei. Ihre Familie sagte der Polizei, dass sie ihnen sicher Bescheid gegeben hätte, wenn es eine Änderung in Sharons Plänen gegeben hätte. Außerdem betonten sie, dass Sharon keine Fluchtgeschichte hatte und all ihr Geld in ihrem Schlafzimmer zu Hause war. Wahrscheinlich wurde Sharon entführt, als sie den Weg hinter ihrem Haus zur Pizzeria entlang ging. Sharons Mutter Yvonne erzählte der Polizei von einem seltsamen Vorfall, den ihre Tochter vor ein paar Tagen hatte. Als Sharon nach Hause lief, hatte sie das Gefühl, von einem merkwürdigen Mann verfolgt zu werden. Die Ermittler erhielten etwa eine Stunde vor Sharons Verschwinden eine Meldung über einen weiteren Angriffsversuch. 23-jährige Cheryl Roy, die in derselben Straße wohnte, erzählte den Ermittlern von ihrem Erlebnis. An einem Abend ging Cheryl alleine zur Apotheke, um Windeln für ihre Tochter zu kaufen. Als sie einen Mann auf sich zukommen sah, begann sie sich Sorgen zu machen. Sie dachte, er würde einfach an ihr vorbeigehen, aber das war nicht der Fall. Nachdem der Mann an Cheryl vorbeigegangen war, begann er plötzlich auf sie zuzurennen. Plötzlich packte er Cheryl am Arm und drückte sie in ein Gebäude. Er zog ein Messer heraus und forderte sie auf, ruhig zu sein. Cheryl flehte ihn an, ihre Tasche und ihr Geld zu nehmen. Der Angreifer erklärte jedoch, dass er die Tasche nicht wollte, sondern Cheryl wollte und dass er sie sehr liebte. Er packte sie an den Haaren und versuchte, sie auf ein freies Gelände zu ziehen, während Cheryl versuchte, sich zu widersetzen. Während des Kampfes schrie der Mann: "Du kannst nicht vor mir weglaufen, wenn ich mit dir fertig bin, werde ich dich in Stücke zerreißen." Nach etwa 6 Minuten des Kampfes bemerkte Cheryl eine Gruppe junger Leute, die von der anderen Seite kamen. Sie kannte einen von ihnen und rannte zu ihnen und bat um Hilfe. Als die Jugendlichen in den Vorfall involviert waren, zog sich der Angreifer zurück und floh. Nachdem der Mann geflohen war, brachten die Jugendlichen Cheryl in ein nahegelegenes Haus und riefen die Polizei an. Cheryl sagte der Polizei, dass der Mann ungefähr 1,80 Meter groß und 90 Kilogramm schwer war. Er sprach nur Englisch, hatte keinen französischen Akzent und sprach während des gesamten Angriffs mit ruhiger Stimme. Sie konnte sein Gesicht nicht gut sehen und bemerkte, dass er nicht nach Alkohol roch. Aufgrund ihrer Schreie während des Kampfes hatte Cheryl 2 Tage lang keine Stimme. Im Vergleich zu Sharons Situation spürte Cheryl nicht, dass der Angreifer sie verfolgte. Sie hatte ihn vor dem Angriff nicht gesehen und war ein völlig zufälliges Opfer. Cheryl arbeitete während der gesamten Untersuchung eng mit den Phantombildzeichnern zusammen. Sie erstellte eine mögliche Skizze des Angreifers, die von der Polizei öffentlich gemacht wurde. 3 Tage nach Sharons Verschwinden führte ein Bauer routinemäßige Kontrollen auf seinem Feld durch. Als er Reifenspuren bemerkte, begann er ihnen zu folgen und machte eine schreckliche Entdeckung zwischen den Büschen.
In einem Stapel Kleidung befand sich die leblose Leiche von Sharon Pryor, die seit 3 Tagen vermisst wurde. Dies wurde sofort der Polizei gemeldet und die Beamten kamen zur Untersuchung zum Tatort. Ein Rechtsmediziner stellte fest, dass Sharon vor mindestens 2 Tagen getötet worden war, bevor sie auf dem Feld abgeladen wurde. Bei der Autopsie stellte sich heraus, dass ihr Kiefer und ihre Nase gebrochen waren und dass sie viele gebrochene Rippen hatte. In der Nähe von Sharons Leiche wurden auch fremde Fußspuren gefunden. Außerdem wurden Reifenspuren gesichert, die den Ermittlern eine gute Vorstellung davon gaben, nach welchem Fahrzeug sie suchen sollten. Obwohl es viele Hinweise gab, konnten die Ermittler den Namen des Angreifers nicht feststellen. Um eine Spur in der Untersuchung zu erhalten, wurde eine Belohnung von $10.000 angeboten. Im Jahr 2004 wurde der Fall aufgrund einer erhaltenen Hinweis erneut geöffnet. Dieser Hinweis besagte, dass es eine Garage gab, in der Sharon vor ihrem Mord festgehalten wurde. Die Garage befand sich hinter einem Apartmentkomplex, was sie zu einem geeigneten Ort machte, um eine Leiche dort zu verstecken. Die Polizisten zerstörten die Garage vollständig und gruben den Boden tief aus. Es konnte jedoch kein Beweis gefunden werden, der darauf hindeutete, dass Sharon zuvor dort gewesen war. Im Jahr 2023 wurde Sharons Fall von den Ermittlern erneut aufgenommen. Und sie planten, die Methode der genetischen Genealogie anzuwenden. Sie schickten die aus dem Tatort entnommene DNA an Genetiker. Inzwischen überprüften die Ermittler Verhaftungen aus dem Todesjahr von Sharon. Es stellte sich heraus, dass ein Verdächtiger mit Vorstrafen sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten vorhanden war. Franklin Maywood Romine wurde 1946 in West Virginia geboren. Franklin begann seine kriminelle Karriere bereits im Kindesalter von 16 Jahren. In seinen 20 Jahren hatte er mehrere Verbrechen begangen, darunter Einbruch in Häuser und sexuelle Belästigung. In den 1970er Jahren stellten sie fest, dass er in Kanada und Montreal sehr aktiv war und an gewalttätigen Aktivitäten beteiligt war. Franklin wurde ins Gefängnis gesteckt, entkam aber 1964 aus dem Gefängnis. Nach seiner Flucht verlor er seine Spur und ging nach Kanada. Er pendelte ständig zwischen Kanada und West Virginia und wurde in beiden Ländern zur gesuchten Person. Schließlich wurde er 1975 gefasst, verhaftet und ins Gefängnis geschickt. Obwohl er zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, starb er mit 36 Jahren im Gefängnis. Franklins Grab befand sich in der Stadt Putnam in den USA. Die Ermittler nahmen Kontakt zu seinen überlebenden Brüdern auf und informierten sie darüber, dass sie ihn verdächtigten. Seine Brüder waren nicht überrascht, dass er in einen Mord verwickelt war. Seiner Brüder sagte, dass Franklin sich Jahre vor seinem Tod von seiner Familie entfernt hatte. Der Bruder war ein Seemann und während seiner Abwesenheit hatte Franklin versucht, seine Frau sexuell zu belästigen. Diesem Vorfall hatte der Rest der Familie keinen Kontakt mehr zu ihm. Franklin lebte zur Zeit von Sharons Mord in der Nähe, wurde jedoch damals nicht verdächtigt. Die Reifenspuren in der Untersuchung wurden auch mit dem von Franklin gekauften Fahrzeug übereingestimmt. Die Ermittler, die die Untersuchung leiteten, stellten einen Antrag auf Exhumierung von Franklin. Die Familie weigerte sich jedoch, ihnen DNA zur Verfügung zu stellen und bat darum, das Grab nicht zu öffnen. Sie erklärten, dass es unmöglich wäre, Franklin ohne die Störung des Grabes seiner Mutter zu exhumieren. Aufgrund dieser Einwände, die vor Gericht gebracht wurden, ordnete der Richter die Öffnung des Grabes an. Das Grab wurde geöffnet und DNA wurde aus den Überresten extrahiert und mit der DNA in Sharons Fall abgeglichen. Schließlich wurde der Täter von Sharon nach ganzen 48 Jahren gefunden. Sharons Mutter Yvonne, die jetzt 86 Jahre alt ist, erhielt die Nachricht, dass der Mord gelöst wurde. Die Familie nahm an der Pressekonferenz teil und dankte den Ermittlern dafür, dass sie den Fall nach 50 Jahren gelöst hatten. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar.
Wir gehen nach Burlington in Vermont, USA. Rita Patricia Kern wurde 1947 als Kind von Thomas und Mary Kern geboren. Patricia war das älteste von vier Kindern und wuchs in einer eng verbundenen Familie auf. Sie besuchte eine private katholische Schule und war akademisch erfolgreich. Zusätzlich war sie im Schulchor und im Schülerrat aktiv. Im Jahr 1971 wurde er zur Masterausbildung an der University of Vermont zugelassen. Während sie ihren Master absolvierte, begann sie als Grundschullehrerin an der Milton Elementary School zu arbeiten. Trotz ihres vollen Lebens begann sie im Sommer als Zimmermädchen in einem Motel zu arbeiten. Sie mietete zusammen mit ihren Freundinnen Carrie und Beverly ein Haus in Burlington. Jedoch ereignete sich nur wenige Wochen nach ihrem Einzug am 19. Juli eine Tragödie. Patricia wachte früh auf und ging wie gewohnt zur Arbeit im Motel. Anschließend nahm sie wie oft an Chorproben teil, gerade an den stressigen Arbeitstagen. Carrie und Beverly kehrten nach einem Abendessen zurück zu ihrer gemeinsamen Wohnung. Laut Quellen war Patricia nicht besonders eng mit ihren Mitbewohnerinnen verbunden. Das Haus hatte nur zwei Schlafzimmer, Beverly und Patricia mussten sich ein Zimmer teilen. Beverly und Carrie kamen nach Hause, unterhielten sich im Wohnzimmer und sprachen leise. Beverly ging in das Zimmer, das sie sich mit Patricia teilte, um etwas zu holen. Sie wollte geräuschlos eintreten und wieder herausgehen, um Patricia nicht zu stören. Als sie das Zimmer betrat, sah sie einen schrecklichen Tatort. Patricia lag regungslos da und Kleidung war überall im Raum verstreut. Ihre Freunde riefen in Panik die 911 an und schilderten der Burlington Police Department, was sie gesehen hatten. Die Polizei kam zum Tatort und stellte fest, dass Patricia geschlagen, sexuell angegriffen und erdrosselt worden war. Sie hatte zahlreiche Verletzungen im Gesicht und getrocknetes Blut um den Mund. Der Täter hatte Patricia die Unterwäsche ausgezogen und sie sexuell belästigt. Obwohl Patricia einen heftigen Kampf zu führen schien, war sie letztendlich erfolglos. Als Zeichen des Kampfes wurden beängstigende Blutspuren auf dem Boden und an den Wänden festgestellt. Beweismittel wurden im Schlafzimmer gesammelt und Fotos von Patricias Leiche wurden gemacht. Nachdem die Fotos gemacht wurden, bemerkten sie beim Bewegen der Leiche, dass unter ihrem rechten Arm eine Zigarettenkippe lag. Patricia war eine strenge römische Katholikin und führte ein sauberes und bescheidenes Leben, sie rauchte nicht. Wenn Patricia nicht geraucht hat, nahmen sie an, dass die Zigarette dem Angreifer gehörte. Es wurde nichts aus dem Schlafzimmer gestohlen, somit entfällt die Möglichkeit eines Einbruchs. Sie stellten fest, dass Patricia in den Nachtstunden alleine zu Hause ermordet wurde. Trotz aller Bemühungen der Polizei konnten keine Fingerabdrücke vom Tatort gesammelt werden. Sie riefen ihre Familie an und teilten ihnen die schreckliche Nachricht von dem Mord mit. Patricias Eltern und Geschwister flehten die Burlington-Polizei an, den Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Das Polizeidepartement nahm die Mitbewohnerinnen fest und überprüfte ihre Geschichten. Die Geschichte ihrer unschuldigen Freunde wurde von Zeugen unterstützt. Laut ihren Aussagen erhielt Patricia in letzter Zeit seltsame Anrufe. Die Anrufe kamen meist spät in der Nacht und beinhalteten das schwere Atmen eines Mannes. Auch andere Frauen in der Stadt meldeten sich bei der Polizei und berichteten von belästigenden Telefonanrufen. Die Zunahme von Gewalt gegen Frauen war in ihrer Stadt ungewöhnlich. Das Konzept eines Serienmörders war gerade erst in das öffentliche Bewusstsein gelangt und es herrschte Panik. In den Tagen nach dem Mord blieben Türen und Fenster immer verschlossen und die Straßenlaternen blieben die ganze Nacht über eingeschaltet. Es vergingen Wochen und sogar Monate seit dem Mord und der Fall begann abzukühlen. Im Jahr 1984 begann plötzlich der Name eines Verdächtigen in den Medien aufzutauchen. Es wurde behauptet, dass der berüchtigte Serienmörder Ted Bundy für diesen Mord verantwortlich war. Ted Bundys Geburtsort lag nur 800 Meter entfernt von dem Motel, in dem Patricia im Sommer gearbeitet hatte.
Sie erfuhren, dass Ted Bundy sich in der Gegend aufhielt und sein Geburtshaus besucht hatte. Ted ging zu dem Haus, in dem er geboren wurde, um Informationen über seine Geburt zu erhalten. In dieser Zeit gestand er auch, dass er eine junge Frau getötet hatte. Vor seiner Hinrichtung im Jahr 1989 wurde er vom FBI-Agent William Hagmeier befragt. Ted bestritt jegliche Verbindung zu Patricia Curran und ihrem Fall. Es wurde jedoch angenommen, dass die Geständnisse von Ted Bundy wahr waren. Es gab Beweise, die die Geständnisse von Ted Bundy unterstützten. So stellte sich heraus, dass Ted Bundy nicht der Mörder von Patricia war und der Fall wieder abkühlte. Patricias Eltern und Geschwister vergaßen sie auch nach vielen Jahren nicht. Sie hatten Angst, dass der Fall nicht gelöst werden würde, und am Ende traf dies auch zu. Ihr Vater Thomas verstarb 1991 während seines Kampfes gegen Krebs. Auch Patricias Mutter Mary starb im Jahr 2002. Der Fall blieb jahrelang ungelöst, aber im Jahr 2014 wuchs das Interesse an dem Fall erneut. Es war eine ganz andere Welt als 1971, die forensische Wissenschaft hatte sich weit entwickelt und es gab nun neue Werkzeuge. Eines dieser Werkzeuge war die DNA-Analyse und die Zigarettenkippe wurde zur Analyse ins Labor geschickt. Es vergingen Wochen und das Telefon des Burlington Polizeidepartements klingelte, es war eine traurige Nachricht. Durch die Suche in der CODIS-Datenbank konnte keine Übereinstimmung mit einem bekannten Straftäter festgestellt werden. Im Jahr 2022 wandte sich das Department an Parabon Nanolabs, um ihre Hilfe in dem Fall zu bitten. Die Person, die den Fall bei Parabon untersuchte, war die berühmte forensische Expertin Cece Moore. Cece Moore konnte die Eltern des Verdächtigen innerhalb weniger Stunden identifizieren. Schließlich wurden die Verdächtigen, einer nach dem anderen ausgeschlossen, bevor ein Name auftauchte. Für eine DNA-Übereinstimmung trat man mit Williams Stiefbruder in Kontakt. Die DNA, die auf Patricias Kleidung gefunden wurde, stimmte mit der von William DeRose überein. Nach jahrelanger intensiver Arbeit wurde der älteste Cold Case in Burlington schließlich nach 52 Jahren gelöst. In einer Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass William DeRose der Mörder von Patricia Curran war. Die Ermittler stellten fest, dass William 1986 in einem Hotelzimmer in San Francisco an einer Überdosis Drogen starb. William lebte im Jahr des Mordes in einer Wohnung nur zwei Stockwerke über Patricias Haus. Er hatte eine Vorstrafe und war damals befragt worden. Er behauptete sogar, die ganze Nacht mit seiner Frau in der Wohnung gewesen zu sein. Die Ermittler sprachen auch mit seiner Frau, die angab, nichts gehört oder gesehen zu haben, und bestätigten seine Aussage. Obwohl William nicht für die Taten verantwortlich gemacht wurde, wurde Patricia's Fall schließlich gelöst. Für weitere Videos klicken Sie. Das Video auf der linken Seite kann als verstörend empfunden werden und wird daher nur für erwachsene Benutzer empfohlen. Die Wiedergabeliste auf der rechten Seite besteht aus Videos, die am beliebtesten sind.